Herzlich willkommen zu Lisas Welt, der Satire zum Mitnehmen von Report Mainz. Lisas Welt ist der Kinderblick auf die große Politik. Lassen Sie sich überraschen, was Lisa dieses Mal zu sagen hat. In der 1a machen Sie jetzt das K. Die Frau Nades will den Kindern die wichtigsten K-Worte beibringen, wie zum Beispiel Kapitalismuskritik oder Klassenkampf. Doch die Kinder machen Krawall. Sie wollen endlich eine Antwort auf die K-Frage. Wer wird denn jetzt der Klassensprecher? Korinthenkacker Frank Walter, Klassenclown Sigmar oder doch Klugscheißer Peer? Die Kippenklicke vom Schulklo glaubt, der Peer kann's. Doch dann krakeelt Peers Kumpel aus Kiel. Der kleinkarierte Ex-K-Kandidat Krank Walter soll es werden, weil der so korrekt, klug und krass kompetent ist. Den Knuddelkasper Sigmar will eigentlich keiner, außer der Gabriel selbst. Der hält sich nämlich für ein kolossal charismatisches Koala-Bärchen, trotz seiner Kilos. Für die Frau Nades ist dieses ganze K-Fragen-Kuddelmuddel eine Katastrophe, weil es ihr schönes Klassenstundenkonzept kaputt macht. Und dann macht die Klasse auch noch eine Kundgebung, das reinste Chaos. Schlimmer als Karneval in Köln. Krokodilalarm im Canale Grande und Killerkeime im Kartoffelsalat auf einmal. Jetzt hilft nur noch eines, die kosmische Kraft auf der Kanzlerinnen-Kandidatenkanone. Aber das ist ja Käse. Lisas Welt sehen Sie in Report Mainz, alle 3 Wochen im Ersten und natürlich im Internet unter reportmainz.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.